Er resettet auch nicht. Aber wo geht's denn überhaupt hin? Okay, ich lebe. Aber wie? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin völlig überfordert gerade. Okay, also wir können jetzt unendlich unter Wasser sein? Und sehen jetzt hier ein Labor, wo anscheinend mal wieder komische Experimente durchgeführt werden. Oder wir sind in der Area 51 und es sind Aliens. Hier kann ich nicht hoch, ich dachte, ich kann hier hoch. Das ist auch krass, dass die Fische mich da irgendwie verfolgen, vielleicht auch beschützen. Als ob noch da unter Wasser irgendwelche Server noch funktionieren würden. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Naja. Aber what the? Wo sind wir? Okay, weiter nach oben können wir nicht. Das heißt, wir müssen weiter nach unten. Das Licht ist nur aufgemalt. Endboss-Fight oder? Okay, hier unten gibt es auf jeden Fall so eine Luke. Ich will da rein! Lass mich! Ach du Kackenkopf, jetzt muss ich hier immer durchschwimmen und mich dann festhalten. Okay. Das fand ich jetzt nicht so okay. Vor allem werde ich jetzt nicht einfach aufgesetzt. Okay, ich bin wieder raus. What? Also wollte der Gremlin eigentlich nie was Böses? Oder vielleicht doch? Und also alles komisch. Und hier kommen einfach mal so ein paar ja Leichenteile runter. So ein Arm. Einfach so. Wir wissen ja noch Licht und so, ne? Nein. Alter Vater. Eieieiei. Nee, warte mal kurz hier. Das ist auch ein Intervall, der war gerade zu kurz, weil ich wollte nämlich die Kurbel drehen. Weil ich gehe mal von aus, wenn ich die Kurbel drehe. Weite Richtung. Kann ich mich damit immer ein bisschen besser abschirmen? Okay, reicht es schon? Natürlich nicht. Hier. Ich muss das Ding noch weiter rüberschieben.
Deswegen müssen wir ganz kurz noch den Intervall abwarten. Und dann kann ich wahrscheinlich von da aus dann darauf springen. Ja, ich glaube, ich muss aber noch einmal mindestens ran. Ja, ich glaube, einmal ist kein Mal. Genau, so irgendwie. So, dann warten wir jetzt hier nochmal kurz ab. Ist der Lichtstrahl wieder vorbeigeht? Wunderbar. Kann man nämlich einmal hier hochspringen und von da nach da und von hier nach da und wunderbar! Ein Träumchen. So. Von da oben. Nach da unten. Okay. Nicht lange überlegen. Einfach machen. Dadurch, dass wir jetzt ja anscheinend unendlich unter Wasser sein können. Also wir brauchen anscheinend keine Luft mehr. Schätze ich mal. Hier ist doch ein Rohr, oder? Ist hier nicht so ein Rohr? Nee. Geht's hier irgendwie weiter? Nee. Muss ich doch nicht hier runter, sondern muss ich einfach nur hier rein? Um dass ich nicht sterbe? Quasi hier rausklettern und dann hier... Aha, okay. Ich hätte einfach nur da reinspringen müssen, ich musste gar nicht da runter. Oh, okay, aber das wusste ich natürlich vorher nicht. 100 ways to die. So könnte man das... auch sehen. Sehr gut, dass ich aufgepasst habe, wo ich hinlaufe. Wie jetzt? Ich konnte das jetzt zumachen und kann ich jetzt auch wieder zurück, oder wie? Lol. Jetzt. Jetzt ernsthaft? Krass. Cool. Ja, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Löcher haben wir noch? Ich hätte vielleicht mal in die andere Richtung schwimmen sollen. Und warum ist das da? Seht ihr das da oben? Ist über uns Wasser? Sind wir noch im Wasser? Also im Wasser können wir eigentlich gar nicht sein, aber... wie? Und was hängt an den Kanistern dran? Okay. Okay, wait. Wir können uns da hochkatapultieren lassen. Können aber erstmal nichts mitmachen. Richtig? Weil wir können uns nirgendwo festhalten, oder doch? Nein. Ich würde nochmal kurz in die Luke springen, in das Wasser zurück, um nochmal nach ganz rechts zu schwimmen. Weil da waren wir jetzt nämlich gerade nicht. Vielleicht gibt es da noch einen Punkt, den ich übersehen habe. Also quasi gehen wir jetzt hier die Luke durch, die wir hier, ne? Schwimmen hier hoch, gehen hier raus. Und gucken jetzt nochmal ganz nach rechts, was wir da finden. Ein Abgrund. Okay. Da gibt es aber nochmal eine Leiter. Okay, das ist gut. Also wir können auf jeden Fall zurück. Tricky, tricky, tricky. So, das kann ich jetzt mitnehmen? Nee, kann ich nicht.
Ach, pass auf. Okay. Verstehe. Das hier ziehen, damit es explodiert, also hochfährt. So, jetzt kann ich das hier mitnehmen, ne? Genau, perfekt. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich kann das nicht... Ich kann es nicht... ich kann das nicht die Leiter hochnehmen. Also Ach, falsche Ebene. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die Schräge, Freunde. Ja, ja. Und zwar hier. Ja, genau. Die Schräge. Jetzt ziehen wir das Ding. Jetzt können wir hier nämlich wie so ein Flugzeug schön uns darüber katapultieren. Vielleicht sollte ich nicht draufstehen. Vielleicht wäre das besser. So, wir gucken erstmal. Schafft das? Ja, easy. Ganz locker, flockig. Aus dem Handgelenk. So, jetzt müssen wir das hier mitnehmen, weil dafür haben wir nämlich dann die... wo ist er? Da. Dieses Ding nehme ich hier, damit wir das hier wieder ziehen. Jetzt können wir nämlich wieder zurück. Macht ja auch Sinn. Damit wir mit dem, glaube ich, ganz nach rechts hin können. Weil da war doch ein Knopf. Oder? Oder müssen wir ganz nach links? Bei dem anderen Düsen-Dingens-Bummens. Ist da... Nein, das ist da ein Fusion. So. Warte. Ich wüsste nicht, wie wir denn da weitermachen wollen. Ich würde es erstmal ganz nach rechts packen, weil rechts, glaube ich, war doch auch ein Knopf. Weil hier komme ich ja nirgends hin, oder doch? Warte mal, wir gehen mal weiter nach rechts. Ja, rechts war doch ein roter Knopf, oder nicht? Ja, da oben. Kann ich dann nicht? Ah, ein bisschen zurück. Ah, so, so, ja. Das Ding ziehen. Und? Aha! Roter Knopf. Das ist die Frage, muss ich das Ding hier noch weiter mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße. Warte kurz. Ich muss nochmal den roten Knopf drücken, weil ich muss ja mich ja denn... Okay, warte. Kurze Idee. Knopf drücken, rüberspringen, um es als Fahrstuhl zu nutzen. Oder wir werden jetzt zerquetscht. Nee, wir nutzen es als Fahrstuhl. Und... Warum? Warum haben wir das jetzt gemacht? Ich nehme das mal vorsichtshalber mit. Ich bin mir da jetzt nämlich nicht so sicher, ob wir jetzt eventuell den jetzt benötigen für den da. Bei denen lasse ich jetzt mal wie beim letzten Mal. Den ziehe ich jetzt mal. Und wenn der oben ist, packe ich den anderen drunter.
So. Jetzt ziehe ich den. Und dann gucken wir mal, was passiert. Warte mal. Okay. Nein. Du sollst da hochklettern. Okay, komm, wir machen das jetzt nochmal umgekehrt. Wir machen das einmal so. Dann einmal so. Und einmal so. Und bleib jetzt drauf. Geklappt. Ist zwar eine strange Welt, warum wir über uns Wasser haben. Und da irgendwelche schwimmenden Leichen drin sind. Kann ich jetzt hier rein? Was habe ich jetzt gemacht? Warum habe ich den jetzt rausgezogen? Okay, wir schwimmen erstmal weiter. Wir schauen uns trotzdem, obwohl es sehr strange ist, erstmal hier um. Weil wir können ja wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr wieder rausziehen. Und jetzt ist die Frage von wegen, warum machen wir das? Um diesen Deckel zu öffnen. Okay. Und jetzt sind wir in... irgendwo drinne. Es ist alles ganz komisch. Ja, es sind wirklich schöne Rätsel beides, da gebe ich euch recht. Also. Aber sie sind halt. Ja, sie sind zum Glück. Machen wir ehrlich, recht einfach. So, ist da. Jetzt gucken wir erstmal nach hinten. Okay, das heißt, wir kriegen wieder so einen wunderschönen Lockenkopf, kopfmäßig was auf, wo wir wieder Leute nutzen können für uns. Oder, ich weiß gar nicht, die kriege ich glaube ich gar nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie ich die rauskriegen soll. Gucken wir erstmal rechts weiter. Da oben sind Leute. Kameras. Sehen die mich jetzt eigentlich? Und ich höre auf einmal gar nichts mehr. Okay, ich kann alles mit Wasser zumachen. Und jetzt? Also jetzt kann ich nach oben schwimmen, klar. Logo. Aber ich komme hier nicht durch. Ist hier oben noch was? Nein. Okay, was ist, wenn ich das Wasser komplett wegmache? Was passiert dann? Bis auf, dass der Sound jetzt gerade gar nicht da ist. Also ich höre wirklich nichts mehr von dem Game. Obwohl ich was hören müsste. Also, mein Pegel sagt eigentlich, ich müsste was hören. Sitze ich gerade schon wieder so blöd auf meinem Setting, dass ich da jetzt gerade wieder nichts höre. Hört ihr was? Hallo, hallo? Also ich höre mich selber, aber ich höre nichts vom Game. Okay. Dann gehe ich jetzt mal von aus, dass da aktuell wirklich nichts zu hören ist. Aber wir haben jetzt das Problem, dass wir hier in so einem Ding sind, wo Wasser ist. Das können wir nach oben und nach unten. Schaut mal an. Okay, warte mal. Wenn ich das mit... Da hinten stehen ja auch noch voll viele Leute. Was passiert?
Wie, die werden jetzt abgeholt, oder was? Werden jetzt verschifft. Werden jetzt einkassiert und... Aber Gabelstapler. Logisch. Easy. Und der andere Typ hat auch einen Jungen dabei und die gehen jetzt einfach wieder raus. Ah. Oh. Okay. 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 Wir nehmen dennoch einfach unsere Kiste mit, weil es so schön ist. Packen die jetzt... Ja, wo packe ich denn die jetzt hin? Warte mal, kann ich die schweben lassen, indem ich jetzt das... Wasser absenke? Sehr gut. Jetzt nach oben gehe, um sie zu verschieben. Weißt du denn, dass ich sie hier auf die... Das ist auch geil, wieder auf dem Bildschirm gezeigt. Dass ich die hier rüber so... Nein. So. Dass sie hier oben drauf ist. Und dann gehe ich jetzt nämlich wieder nach unten, lasse das Wasser wieder ab. So weit, dass die rechts die Tür aufgeht. Flupp. Also erstmal lasse ich das Wasser ab, so weit, dass die Kiste runterkommt. So viel schon mal dazu. Flupp. Jetzt machen wir das so weit runter, dass die Tür da hinten nicht zugeht. Dann klettern wir nämlich hier auf die Kiste. Wir klettern hier auf die Kiste, habe ich gesagt. Schwimmen hier rüber. Schwimmen wieder runter, durch das Tür. Durch das Tür. Also, entschuldigt mein Deutsch. Durch das Tür. Lass uns ja mal wieder... Schön, 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 schön. So. Nächstes Rätsel gelöst. Achso, warte mal. Wir können ja eh unendlich... Jetzt mittlerweile unendlich tief tauchen. Und sind jetzt... Strange auf der anderen Seite. Guckt mal unter uns. Ich weiß leider nicht, ab wann das Wasser aufhört. Sodass die Jungs und Mädels mich dann irgendwann sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen... Gehen wir ganz schnell hier hin. Und verdünnisieren uns. In der Hoffnung, dass wir da nicht rein müssen. So Hide and Seek technisch. Da oben ist ein Knopf. Und ich gehe von aus, wir müssen irgendwas finden, damit ich da nicht hinkomme. Oder ich muss... Ach, pass auf, ich muss bestimmt wieder was finden, was ich dann irgendwie auf die Brücke kriege. Also Richtung Brücke, hier hin. Damit ich mich dann quasi wieder so hier hoch jumpen kann. Also müssen wir hier irgendwas finden. Sind die hier noch da? Die sind weg. Die sind gar nicht mehr da. Hallo, okay, dann. Hallo, folgen die mir jetzt alle? Aufgepasst. Na, dann ist ja geil. So, weil wenn die nämlich die gleiche Möglichkeit haben, dass die mich hochwerfen, dann müsste ich ja das Ding hier wieder runterkriegen. Schmeiß mich mal da hoch. Nice. Jetzt kommt mal mit. Damit ihr mich nämlich wieder hochschmeißen könnt. Wobei, könnten die mich eventuell schon hochschmeißen zu dem Knopf? Oder müsste ich mich jetzt von der Brücke quasi hochschmeißen lassen ins Wasser? Dann runter, im Runterfall... Wir probieren dann erstmal den tricky Part aus. Im Runterfallen quasi den Knopf drücken und sich auffangen lassen von den Jungs und Mädels. Ich jetzt weiß, wo der Knopf wäre oder ist. Da ist er. So. Seid ihr ready?
Sehr geil. Dankeschön. Aber ihr könnt gerne mitkommen. Ach, jetzt folgen die mir auch ohne so ein Hütchen? Ohne so einen Gedankenhut? Oder Lockenwellenstab-mäßig? Okay, warte mal. Das wird aber bestimmt nichts. Nein! Dafür fallen die jetzt alle runter, das ist krass. So, und was jetzt? Da unten läuft wer? Wo laufen die hin? Und weg sind sie. Pass mal auf, weil die jetzt alle unten sind und die ja eigentlich den Fokus auf mich haben, müssten die mich doch jetzt auffangen, oder? Aufgepasst. Geil. Und? Hopp. Ja, sehr geil. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Stimmt. So, und lass mich raten, wenn ich jetzt hier... Das geht nicht drücke. Nee, aber da oben laufen die jetzt. Hä? Was mache ich jetzt mit denen, dass sie da oben laufen? Ach, ich kann die alle mitnehmen. Na, das ist ja natürlich geil. Als kleine Helferchen nehmen wir die mit, ne? Die kleinen Lemminge drauf. Stimmt. Wer kennt noch Lemminge? Das war genauso. Hab ich früher übrigens voll gerne gespielt. Lemminge. War für mich immer ein nices Game. Hat immer Spaß gemacht. Ja, dann würde ich den Stopper. Der dann immer mit seinem Kopf immer so hin und her bewegt hat. Fand ich geil. So, wie... Achso, warte. Ja, jetzt haben wir ja hier die ganzen Jungs. Die helfen uns, ja? Genau. Sehr gut. Und alle rennen sie da hinten rein. Warum? So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch gleich da reinlaufen oder in die Richtung laufen, aber wir wollen auf jeden Fall wissen, was da drin los ist. Wobei, ich glaube, da kommen auch jetzt denn nur noch ich weiter und leider meine Helferlines gar nicht mehr. Nein, ich will dahin. Dahin. Dankeschön. Tschüss. Ich danke euch für die gute Hilfe. So, wir sind im vierten Abteil. Und hier hat noch jemand Zigarette an. Qualmt ja noch so. Ist jemand geflohen? Hat jemand Angst vor mir? Oder ist jemand geflohen, weil hier irgendwie was schief läuft? Die fliegen doch alle, guck mal da hinten, auf der anderen Seite. Die rennt doch auch weg, wie... Als ob irgendwas passiert ist. Gott. Was? Was passiert hier? Warum rennen die alle weg? An. Ja, wie die alle hierher kommen. Was ist denn da? Da scheint es irgendein großes Happening zu geben. Das ist ja mal. Thank you.
Warum konnte ich jetzt da hoch? Also ich kletter jetzt wieder da hoch, aber ich verstehe noch nicht ganz, weil da oben war doch jetzt nichts zu drücken, oder doch? Und wofür war es jetzt mal hier ran, genau? Wunderbar! Und können jetzt oben lang kriechen. Sehr gut. Ab in die Ventilationskanäle! Jawohl! Immer rinter! Geräusch. Will ich hier noch was drücken? Nein. Schade. Oh, soll er leben. Dreimal. Oh. Okay. Rübergejumpt. Festgehalten. Hochgekledet. Und weiter geht's. Aber da, also. Oder kommen wir jetzt hier raus? Auf jeden Fall kommen wir hier nicht raus. Wird er mal... Also... Okay. Wird er mal aufs User hier. Okay, wir müssen wahrscheinlich nochmal kurz zurück. Und erstmal komplett runterklettern. Ich bin ja, ne, gerade direkt hoch. Ich gehe mal davon aus, dass wir unten noch irgendwas bedienen müssen, damit wir die Kugel, die wir gerade gesehen haben, wegschieben können. Das war jetzt nicht so das Gelbe. Boah, das ist die Frage, bin ich jetzt eingesperrt? Bin ich denn jetzt? Hallol? Atwa? Ich will nicht sagen knapp, aber es war knapp. Wann dreht er sich? Kann ich? Ich würde... Wann dreht er denn den Korb? Nein. Dann lass es so. Sagen, das war zu hoch. Das ist nur eine Vermutung. Ja, wir lassen uns jetzt mal komplett runterfahren. Ach, pass auf, ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd. Ich kann doch hier raufklettern. Ja, wollte ich gerade sagen. So, jetzt kann ich mich hier runterklettern. Links. Weil nach oben bringt ja nichts, weil ist ja Ende. Achso, und jetzt kann ich dann von da aus in den Wassertank springen, was die Leute da so toll finden oder was, und kann mir das direkt angucken. Ach, ist ja wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, hier gibt's einmal eine... Ah, okay. Haben wir. Und hier haben wir noch eine andere Kleme. So, und dann haben wir noch... Ja, komm runter. Runter mit dir, Junge. Runter. Hier unten haben wir nämlich auch noch was. Komm schon. Nein.
Warte mal, kann ich, wenn ich jetzt hier ganz runter schwimme, kriege ich das hin? Den Stöpsel von der Badewanne ziehen. Das ist die Frage. Alter. Ich werde so weggedriftet. Ich müsste normalerweise noch irgendwas greifen, damit es vielleicht nicht so passiert. Aber ich habe nichts. Aber was sollte ich denn auch greifen? Also ist ja auch Blödsinn. Weil ich werde ja so oder so nach oben gedrückt. Aber hier ist sogar noch was Schönes. Nein, falsche Taste. So, jetzt kann ich nämlich in Ruhe nach unten den Stöpsel ziehen. Nein. Ach so. Oh. Na, das wird ja jetzt ein Spaß. Ich brauche eine Weile, bis sie anläuft. Das heißt, ich könnte mit Glück ranziehen. Sehr gut. Warten, bis die volle Ladung da ist. Und dann einfach im richtigen Moment loslassen und mich hochzulassen. Und ich habe meine Klamotten verloren. Und bin jetzt komplett nackig. Was ist das denn bitte? Warum? Was ist das? Also, wir nehmen jetzt mal hier komplett diese wunderbaren... Es ist ein Klumpen. Die fassen mich auch noch an. Auf mich anzugrabbeln. Hört doch! Was? Ich kann das bewegen? Was ist das? Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Und wo kann ich jetzt hin? Und warum ist das Game auf einmal so komplett mute? Sprachlos. Ich bin ehrlich. Was? Was kann ich jetzt hier machen? Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst, dass ihr mir...
und sind hier bei ganz wilden Experimenten. Ja, kannst du hier... Nee, okay, da kommen wir nicht weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt noch gefunden. Aber wir gehen einfach mal in die andere Richtung. Und kommen wir eigentlich aus diesem Ball wieder raus? Ich mach mich mal wieder ein bisschen lauter, weil ich glaube jetzt, dass das Game zumindest in dieser Form etwas lauter ist. Also ich würde hoffen, dass wir den Jungen da nochmal rauskriegen. Wäre toll. So, jetzt ist dagegen klatschen. Dann hier rauf. Und jetzt hier wieder hoch. Dass uns auch einfach nur die Leute zugucken. Völlig normal ist, dass wir so eine Gestalt geworden sind. Kann ich die anderen jetzt eigentlich hier mitnehmen? Kann ich die mit aufsaugen? Geht das? Hallo. Möchte die Teil meines Menschenblobs sein? Ist das der Chef? Ist das der CEO? Hallo! So viel zu deinen Experimenten, mein Freund. Also, wenn du der CEO warst. Wenn du das jetzt nicht warst. Achso, warte mal. Du, es mir leid. Das war nicht gewollt. Muss ich das hier vielleicht hochschieben? Nope. Wir gehen einfach wieder nach links. Ich weiß nicht. Also... Warum? Ach, das ist jetzt für uns so ein... Alter, das ist jetzt ein Rambock für uns, oder was? Vor allen Dingen, wir verlieren irgendwelche Teile. So, und jetzt? Was ist denn jetzt bitte unsere To-Do? Wir müssen den Knopf hier drücken. I get it. Oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da schaut mal einmal kurz nicht hin. Was ist aus dem armen Bengel geworden? Ja, der Bengel wurde von dieser Fleischwurstmasse von Menschen quasi... Der ist jetzt Teil davon. Mutti FSK. Der ist da reingeschwommen und hat sich gedacht, ja. Also nicht... Shit. Nicht er hat sich das gedacht, sondern er wurde quasi eingesogen von dieser Fleischmasse. Und wir machen jetzt irgendwie ganz viel Blödsinn. Und die Leute, die uns erschaffen haben... Ja. Die uns erschaffen haben, die, lassen wir gerade hier so ein bisschen leiden. Wie zum Beispiel den Typen, dieser kleine Blutfleck, der da unten war, das war wahrscheinlich der Chef. So, gibt's denn hier noch irgendwas anderes, was ich greifen könnte? Wie steuert sich der Blob so? Ja, ganz furchtbar. Frag für einen Freund. Ja. Also, der verzögert ganz schön heftig. Nein, 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 bleib doch. Ich will da oben das Ding da nehmen. Und ich würde gerne... Genau. Oh Leute, ich muss es ausbalancieren. Ja, warte, warte. Hallo. Ja, ja. Fall nach da. Bisschen nach da fallen. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir haben es gleich geschafft. Die Hunde. Als ob uns die Hunde jetzt noch was könnten. Wir sind eine Fleischmasse, Freunde. Achso, warte kurz. Die Hunde können aber auch nichts machen, wa? Die können jetzt einfach nur bellen. Mehr geht nicht. Ja, ist wirklich nicht sehr appetitlich. Also ich hoffe, ihr esst gerade nichts. Ansonsten tut es mir echt leid. Wartet mal. Kann ich überhaupt hier rauf? Ach so. Kann ich das? Nee, 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 nee. Komm nochmal zurück. Tricky, tricky, tricky. Die Hunde würden alle alles auffressen. Naja, normalerweise ja, aber ist wahrscheinlich zu viel. Oh Gott, es sieht aber auch eklig aus. Wirklich. Eklig. Hallo. Was, ich soll zurück? Okay, was jetzt? Mach doch die Tür auf! Achso, warte, deswegen soll ich zurück, okay. Damit du nicht so viel Angst hast. Okay, ich verstehe. Mach ganz in Ruhe die Tür auf. Wir tun dir nichts. Einfach nur aufmachen. Ja, ja. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Guter Mann. Das war jetzt nicht sehr freundlich von dir. Kann ich einfach hier durch? Ja, kann ich. Ah, du willst, dass ich da reingehe, hä? Hast du ein bisschen Angst vor mir? Wollen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen? Also, eigentlich von der Masse her... Nee. Oh, wir quetschen uns da durch. Die haben aber auch Schmerzen. Okay, was kann ich jetzt mit dieser wunderbaren Kiste machen? Also, die nehmen wir jetzt mal mit. Bin ich eigentlich einfach da. Nee, da sind wir ja durchgefallen, ne? Oder? Nee, wir sind da durchgefallen. Egal, wir nehmen jetzt die Kiste mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kiste nach oben hätten werfen sollen. In diesen... Dingensbummens. Okay. Oder sollte ich die nach da werfen? Dass wir die überhaupt werfen können, finde ich halt interessant. Und nehmen wir doch mal den Würfel mal mit. Den Blobby-Wobbel-Würfel. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt unsere Aufgabe ist. Also ich meine, ich weiß seit Anfang des Spiels nicht, was unsere To-Dos sind. Aber was ist denn jetzt bitte die Aufgabe für den Blobby-Volleyball hier? So, pack den mal nach da. Alter, der kann richtig Sachen wegschmeißen. Das ist nice. Mach das Ding auf. Kann ich jetzt den Blobby verbrennen lassen? Sollte ich das? Klar, du hast 100 Arme. Werfe das, als was du willst. Okay, so, dann nehmen wir das erstmal mit hoch hier. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir das da oben reinschmeißen können. Ist er hier? Da oben in dem Verbrenner. Ja, können wir, aber passiert nichts. Warum passiert da nichts? Ich denke, es muss dabei brennen. Das ist ein guter Hinweis. Da hast du vollkommen recht. Da wäre jetzt aber nur die Frage, wie kriege ich das aus, dass wenn das Ding brennt,
erstmal die Sprengleranlage werfen. Ey, was würde ich ohne euch machen, Chat? Aber, jetzt kommt der Clou. Wenn ich das über die Sprengleranlage werfe, ist hier Wasser. Oh nein. Okay, wir probieren jetzt schon mal die Koordination aus. Ja, das würde funktionieren. Ich wollte aber eigentlich ausprobieren, ist, was ist, wenn es brennt, ich das hier rüberwerfe. Okay, ich krieg es auch gefangen. Okay, würde gehen. Witzigerweise nur nach rechts, nach links macht ja immer einen Step Pause. Aber über die Sprengelanlage werfen ist sick. Sick clever. So, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das jetzt gebacken? Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Oho. Wir haben Spin bekommen. Nice. So, wir werden es jetzt extra mit Absicht nicht irgendwo hinlegen, sondern wir werden es die ganze Zeit oben behalten, damit wir es jetzt nämlich hier reingepfeffert bekommen. Als Anzünder. First try, GG. Also, first try, ja, nach der Hilfe von euch, nachdem ich wusste, was ich machen muss, ging's. Oh, das hört sich auch alles nicht so gesund an, wenn die da so leiden, die armen Jungs und Mädels. Was ist hier los? Ja, ein bisschen Gemüse. Nehmen wir mit. Oh ja, hier ist ja noch der... andere? Was macht er jetzt? Achso, nee, warte mal. Ich muss das, glaube ich, in den markierten Bereich stellen, ne? Kann das sein? Hier, so, markierter Bereich. Jetzt hier hoch. Jetzt sag bloß, der kann sich so lang machen, dass er jetzt da hochklettern könnte. Oh, nee. Aber warte, da vorne ist noch was. Das habe ich nicht gesehen. Kannst du jetzt hier nicht einfach dich da dran so fest... Lol. Als ob ich da dran jetzt einfach nur rumwippe. Bei sowas bekommst du Hunger auf Marshmallows? So gut, die FSK. Das ist auch. Also ich meine, ja, okay, die Konsistenz ist ähnlich. Gebe ich dir recht. Wenn du einen schönen Marshmallow hast, schön über das Lagerfeuer gegrillt und so, wenn der dann schön so schmilzt, so langsam und so karamellisiert. Ey, ihr sollt jetzt da dagegen laufen. Ihr sollt das hier mitnehmen. Denn das ist schon lecker. Aber so dieses gewürzte Ding und auch diese, die Sounds. Nom, nom, nom. Ich weiß, ich würde aber dennoch gerne... Ah, oh, okay. Dennoch gerne würde ich... gucken, dass wir den kleinen Jungen da rauskriegen. Okay, das habe ich mir gedacht. Das ist zu wenig. Kann ich... Nein. Kann ich hier rauf? Und den... Vielleicht muss ich auch gar nicht. Kann ich nicht den Stift ziehen? So, zieh du den Stift, Junge. Zieh den Stift und schmeiß mir runter. Die helfen mir sogar.
So, nochmal. Also die wollen wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich so viel Angst vor mir, dass sie sich denken, Hauptsache weg. Hallo. Gib mir den. Gib mir den, ich will mit ihm spielen. Gib mir den. Gib, gib, gib. Und jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich kann nach unten. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwie... Okay, warte, warte, warte. Wie geht's jetzt weiter? Oh, ich kann hier die... Freunde, ich kann hier die Abdeckung abmachen, Freunde. Ich komme hier auch wieder raus. Habt ihr euch so gedacht, dass ihr mich hier fangen könntet? Nicht mit der menschlichen... Wulst. Oder... Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, wie ich das betiteln soll. Das ist ja wirklich einfach nur eine Fleischmasse. Okay, hier ist Ender. Vielleicht nach oben. Aha. Hier geht's wieder raus. Ganz komisch, voll die Falle gemein. Ja, das war wirklich voll die gemeine Falle. Aber wollte ich nur diesen Würfel haben. Einfach so gib mir. Gib, gib, gib. Okay. Kann ich jetzt da nochmal mit Anlauf gegenlaufen? Jawohl! Und jetzt sind wir in La Lavine oder Gold oder. Und jetzt geht's ab ins Meer oder wie? Sind wir jetzt frei? Sind wir jetzt free? Und können wir wieder der kleine Junge werden? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts bewegen. Null. Hätten wir als kleiner Junge weitermachen können? Oder ist es jetzt einfach... Sind wir... Also... Also... Weiß ich nicht. So einem Ding beim Schnorcheln im Meer begegnen, da möchte ich auch ganz schnell los. Ja. Aber ich... Lol, das war das Game. Wie? Das war jetzt das Spiel? Okay. Also... jetzt... Ich hab... Also... Es gibt keine richtige Story dazu? Man hat verschiedene... Man kann sich verschiedene Theorien ausdenken, was in diesem Spiel passiert. Und... Heftig. Und am Ende sind wir noch nicht mal der kleine Junge, mit dem wir gestartet sind, sondern sind so eine Fleischmasse. Und brechen aus dem Labor aus und... liegen da. Ja, würde ich sagen, das war Inside. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch wieder super viel Spaß gemacht mit dem Chat hier zusammen. Und falls ihr auch mal mit live dabei sein wollt, kommt gerne bei uns vorbei auf twitch.tv/benny_und_steve. Da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen. Und wenn wir das nächste Mal wieder streamen, bekommt ihr dann auch eine Benachrichtigung. Und ja, ich sag erstmal soweit, bis dann. Danke fürs Einschalten und reingehauen.